achieved with CryEngine 3. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Es ist endlich soweit, Leute. Willkommen bei meinem Let's Play von Sniper Ghost Warrior 2. Lange, lange, lange haben wir gewartet. Nicht nur ihr, sondern auch ich. Ich habe mich so tierisch auf dieses verdammte Spiel gefreut. Und jetzt halte ich es endlich in den Händen, beziehungsweise darf es endlich mit euch gemeinsam zocken. Ganz kurz, dieses Spiel sollte ja eigentlich schon im September letzten Jahres erscheinen, wurde dann aber doch verschoben auf Anfang März, beziehungsweise Mitte März. Ja, und jetzt kam es raus für 44 Euro. Ich habe die Limited Edition von der PEGI-Version, bedeutet, dieses Spiel ist absolut und 100% uncut auf meinem Kanal hier zu sehen. Keine einzige Spielsekunde wurde uns hier geklaut. So. Wir machen erstmal hier ein bisschen optionale Gedöns. Audio dürfte so einigermaßen passen. Also ich habe es schon mal kurz angezockt, habe die Dialoge wieder einigermaßen etwas höher gelassen, Soundeffekte runtergedreht und die Musik natürlich, weil die geht einem immer dermaßen auf den Sack beim Let's Playen. So, Video ist alles erstmal sehr hoch. Moment, warte, hatte ich nicht die... Ja, alles sehr hoch, genau das wollte ich sehen hier. Jo, ich hatte wie gesagt schon mal kurz angespielt. Mal gucken, ob ich irgendwas herunterladen kann. Sieht aber nicht so aus, noch nicht, oder? Ne, für dieses Spiel sind noch keine Inhalte zur Verfügung. Kann ich mir den Extras... Ne, schade, kann ich auch nicht. Ich habe mir durch die Limited Edition... Warte, ich kann euch das mal kurz vorlesen. Ich habe ein Scharfschützengewehr und einen Multiplayer-Charakter dazu bekommen. Aber das wollen wir uns alles dann mal im späteren Verlauf anschauen. So, Einzelspieler, wir machen ein neues Spiel. Ich bin mir sicher, dass ich das neue Spiel machen möchte. Ich würde sagen, wir machen Mittel. Und ab dafür. Akt 1. Kommunikation zusammengebrochen. Operation Quarterback, Küstenregion der Philippinen. Zeit 16 Stunden Juliet oder 16 Hours Juliet vor einer Woche. Strategic Briefing System 3.31. Spiel wird gespeichert. Hey ho, hier sehen wir nochmal ganz kurz das Intro von Akt 1 der Mission 1, denn ich habe hier aus Versehen vor ein paar Minuten das Briefing weggedrückt. Das tut mir natürlich leid und ich habe mich deswegen auch etwas manchmal gefragt, was wir hier zu tun haben. War meine Schuld, deswegen zeige ich es euch jetzt. Ich könnte jetzt nämlich schon überspringen mit Enter, aber ich kann es mir auch angucken und das tun wir jetzt. Augen nach vorn, meine Herren. Diaz, wer hat die Spione eingeladen? Diese Operation erfordert Teamwork, Anderson. Ich habe zugestimmt, dass du übernimmst, solange du die Sache nicht in den Sand setzt. Du meinst so, wie ich das in Sarajevo gemacht habe? Halte dich diesmal an den Plan, dann bekommen wir keine Probleme. Vor 3 Monaten haben russische Söldner ein Biolabor in der Arktis überfallen. Sie sind mit einer Menge Erreger eines afrikanischen hämorrhagischen Fiebers entkommen. Das Zeug lässt die Pest wie eine Grippe aussehen. Heute Morgen erhielten wir die Bestätigung, dass sie einen Käufer auf den Philippinen haben. Das ist ihr Käufer, Kalalo, Filipino. Einer von Abu Sayyafs dicken Fischen, also ganz oben auf Al-Qaidas Wunschliste. SecDef hat Kalalo zum Gelegenheitsziel ernannt. Bei Kontakt töten. Haben wir den russischen Boss identifiziert? Im Moment nicht, aber das ändert unsere Zielvorgabe nicht. Dieses Einsatzkommando wird alle Parteien am Übergabeort eliminieren und diese Biowaffe zurückholen. Verstanden? Viel Erfolg! Ah, jetzt geht's da vorne los, oder was? Ich lasse jetzt einfach mal alles durchlaufen. Okay, aber wie es aussieht, ist das Briefing zu Ende. So, jetzt kann ich euch das mal ganz kurz erklären. Ich hatte das gerade zuerst weggedrückt, weil ich dachte, da kommt nichts. Und dann habe ich mich im Spiel manchmal gefragt, was haben wir hier eigentlich zu tun. Was wir also zu tun haben, wir müssen ein Biolabor finden, beziehungsweise diese geheime Waffe, diese ja, Grippe, die aussieht wie eine Pest, beziehungsweise andersrum. Und diesen Kollegen hier eliminieren. Diesen Kalalo oder wie er heißt. Ich werde das jetzt hier kurz reinschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder in der Mission. Viel Spaß bei dem nachfolgenden Part. Tschüss, Leute. Bis hierhin, weiter nicht. Keller, du und deine Männer folgen dem Fluss bis zum Ufer hinter der Radarinstallation. Anderson und ich werden jegliche Unterstützung abschneiden, die mitmischen will. Wir treffen uns dort. Wird gemacht. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Und jetzt dürft ihr gleich die extrem wunderschöne Grafik dieses Spiels betrachten.
Ich habe ja mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal bei Sniper 1 und bei dem DLC offene Rechnung geschwärmt, wer das von mir gesehen hat, wie unglaublich geil sicher, auf geht's. Diese Grafik ist und wie sehr ich Dschungelambiente liebe in solchen Spielen. Neues Ziel, Folge Dias. F zum Hochklettern, machen wir. Und was ihr eventuell gerade schon gesehen habt, wenn ich mein Gewehr bewege, die leichte Bewegungsunschärfe. Also ich finde, dieses Spiel hat mich jetzt schon überzeugt. Ich werde euch auch gleich sagen, bis wohin ich schon gezockt habe. Halt, nicht schießen. Kontakt, ein Soldat. Ja, den werden wir natürlich direkt mal eliminieren. Bereit. So, Atem anhalten. Feuer. Ins Mittelohr. Gut, der Kerl im Schuppen hat nichts gemerkt. Jetzt ist er dran. Was macht er da? Cole, check das mit der Thermaloptik. Thermaloptik? Okay, Wärmebildkamera mit V, alles klar. Okay. Was macht er da zur Hölle? Moment. So, jetzt Atem anhalten und so ein bisschen ins Holz schießen. Mal gucken, ob wir treffen. Na, guck an. Schön durchs Holz geschossen und habt ihr sogar das Einschussloch gesehen. Jetzt aber egal. Ab hier ist es blind. Das war's schon, Leute. Weiter habe ich nicht gespielt. Irgendwelche Informationen, wie sicher dieses Radar ist? Nicht genug. Das Ding blockiert ziemlich effektiv unsere Sicht. Deshalb müssen wir es ausschalten. Ansonsten wird unsere Exfil zur Operation Shitstorm. Achso, ich kann ja drin nicht rennen, ist klar. Ja, mit Shitstorm will ich eigentlich nichts am Hut haben. Ich weiß auch gar nicht, worum es geht, Leute. Das ist komplett blind, dieses Spiel, nicht wahr? Aber ich denke, das werden wir bei Zeiten erfahren. Sieht aus, als ob die alleine sind. Los, beide gleichzeitig. Der rechte ist meiner. So. Auf die Plätze. 3, 2, halt! Oh. Hoch Glück gehabt. Verdammt, das war genau. Allerdings. Dann jetzt lieber warten. Wir müssen ausweichen. Bewegen, wenn ich es sage, aber Kopf unten lassen. Okay. Folge mir. Wow. Dann beweg dich. Folge deinem Spotter. Okay, die sehen mich gerade. Ach, das piept so ein bisschen, wenn die mich sehen. Alles klar, das habe ich schon gecheckt. Das Radar zeigt mal so an, von welcher Richtung ich gesehen werde. Und diese kleine leise Piepton sagt mir, okay, Vorsicht. Ist schon mal gut zu wissen. Und wie immer befinden wir uns bei Ghost Warrior im Dschungel. In irgendwelchen Aztekenruinen oder sonst irgendwas. Und ich finde, es sieht geil aus. Ich habe gerade... Sie kommen hierher. Still bleiben. Ich habe gerade so einen kleinen Grafikorgasmus. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. Habt ihr das gehört? Von welchem Amerikaner reden die? Keine Ahnung, darum können wir uns später Sorgen machen. Wir haben ja einen dickeren Fisch an der Angel. Okay, weiter. Vorsichtig. Also wir sind Anderson und wir haben diesmal sogar eine Sprachausgabe. Nicht schlecht. So, die haben uns wohl schon bemerkt. Sie haben auf... Ja, ich werde gesehen. Die haben sich nämlich gerade unterhalten über die beiden Kollegen, die wir gerade gekillt haben. Die Tote mit Einschusslöchern oder die Kollegen mit Einschusslöchern, wie sie sie genannt haben. Dementsprechend wollen wir uns dem Kampf jetzt nicht stellen. Und kann es sein, dass dieses Spiel hin und wieder einen kleineren Grafikbug hat? Ein Motor, runter! Ja. Ja, die dürfen uns nicht sehen, wir sind getarnt. Nun denn. Anderson, folge mir. Ja, also ich bin wirklich Anderson. So, und wie, dieses Spiel kam gestern, war der Release-Tag. Ich konnte gestern leider noch nicht zocken, da ich unterwegs war. Heute konnte ich zocken und hab's direkt unten gemacht. Bleiben. Nimm den nächsten und lass den anderen für mich. So, welchen soll... Ach, Messern, okay. Wie geht das? Ich habe mit Sicherheit ein Messer dabei, oder? Nee. E drücken und einen Stealth durchführen. Sehr schön. Und der zweite. So, kann ich die Waffe theoretisch aufheben? Um keinen Schaden zu nehmen, musst du die Anweisung des Spotters genau befolgen. Mal sehen. Mehrere hinter dem zentralen Geländestreifen. Bereit. So, Bauchlage. Vorsicht, Ziel nähert sich in unsere Richtung. Nehmt den Abbruch, Boden und... Jo, ich schieße nicht. Ja, ich weiß. Abwarten und
Keine Probleme. Wir haben die ganze Geduld der Welt. Wo ist das Boot? Das kommt da rechts. Da drüben. Keine Sorge. Das war knapp. Okay, okay, okay. Das mache ich doch mit links und gerne. So. Hallo? Nicht von alleine bewegen. Ey, er bewegt sich von alleine. Dieser blöde Kacktyp. Also nochmal von vorne. Und jetzt weh, du bewegst dich nochmal. So, das wäre das Gehirn gewesen. Dankeschön. Das mache ich mit links. Ins Ohr, okay. Mein Ziel am Lagerfeuer bewegt sich. Mal sehen, wo er hin will. Ja, hoffentlich nicht zu dem Typen, der da hinten jetzt tot rumliegt. Frei, leg an. Ja, ich leg an. Kann ich schon schießen? Ja, Feuer. Gleichzeitig ausschalten. Okay. Welchen krieg ich? Ah, ich krieg den linken, alles klar. Feuer. Hinterkopf. Gute Arbeit. Weiter jetzt. Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch gut gemacht, oder? Razor 3-1, gib mir einen Lagebericht. Hier ist 3-1. Wenig Widerstand am westlichen Ufer. Unsere ungefähre Ankunftszeit am Treffpunkt ist planmäßig. Over. Verstanden, 3-1. Immer mit der Ruhe, Keller. Ura. Was, Ura? Ah, oh, das sieht so geil aus, dieses Spiel. Und wie flüssig das läuft. Guck ich das mal an. Ich geh jetzt mal hier in den Schuppen und guck mich da mal um. Unten bleiben. Okay. Da ist nämlich ein Medipack, aber wir brauchen keins, oder? Und Munition? Jawohl, ja. Munition voll. Und Sunny-Kästen voll. Kollege, wo bist du? Ach, der ist schon eine ganze Menge weitergerannt. Okay, unten bleiben. Halt! An den beiden auf dem Vorsprung kommen wir nicht unbemerkt vorbei. Nimm den rechten ins Visier. Ich nehme den linken. Ach, da oben, okay. Okay, und weg damit. Ah, komm her. Sehr schön. Folge mir. Das macht riesig Spaß. Die Wasseranimation ist... Naja, also es ist, da ist gar keine Animation eigentlich, aber ich meine, ich will mir nicht beklagen. Es sieht trotzdem geil aus. Abwarten. Es sieht trotzdem geil aus. Kann ich hier nicht so killen? Ah ne, der geht weg, alles klar. Unter dem Steg. So... Unten bleiben. Ja, keine Sorge. Glaubst du, ich würde jetzt aufstehen? Dann würde ich mir noch einen Kopf anstoßen, Mensch. Bin mal gespannt, wann wir jetzt erzählt bekommen, was das Ziel dieser Mission ist. Oh oh. Nicht eingreifen. Okay, weiter. Vorsichtig. Okay. Da oben ist einer. Ja, den lassen wir mal in Ruhe. Noch sind wir ja größtenteils unentdeckt. Nach links. Wenn die wüssten, wer sich hier nähert. Da liegt eine Flasche, kann ich die aufheben? Das sieht aus wie so ein kleines Easter Egg vielleicht. Nee, okay, ist kein Easter Egg. Ja, da liegen nämlich noch mehr Flaschen, okay. Oh, sieht das schön aus hier, nicht? Okay, weiter. Vorsichtig. Kannst du nur immer wieder betonen. Ja, dann kletter hoch, ich komme nach dir. Komm auf, hoch. Feind, geradeaus. Schalt ihn leise aus. Wer, Roger. Wen? Okay. Mit F, ne, mit E war's, genau. Stealth Kill, ich komme. Das dürfte niemand gehört haben. Wie, wir können hier einfach rennen? Gut, dann rennen wir halt. Oh, wie schön das hier aussieht. Ey, das ist so grünig. Und meine Lieblingsfarbe ist ohnehin grün. Und ich... Oh, ich finde dieses Spiel einfach nur geil. Und ich will es jetzt sofort am Stück durchzocken, wenn ich ehrlich bin. So, Spiel gespeichert. Verdammt, was ist das?
Flugzeug, oder? Ziviles Sportflugzeug, alte Bauart. Sieht instabil aus. Kriegen wir das in Gang? Wir haben keine Wahl. Das Ding versperrt uns die Sicht. Nach dir. Ach, jetzt müssen wir hier durchklettern, oder wie? Ah, super. Das kann ja eigentlich nur gut gehen, oder? Oh, Scheiße! Wir bringen das schnell zu Ende und hauen ab. Ja. Und jetzt kracht's, oder? Okay. Feinde markieren, das kennen wir auch schon. Lass uns mal schauen. Erstmal nicht schießen. Okay, Feinde sind markiert. Das wird nicht einfach werden. Sonst da unten ist noch jemand. Da unten ist noch jemand. Nicht zur rechten Campseite. Die Position im Wasser ist zu offen. Da werden wir in Fetzen gerissen. So, wo ist links noch jemand? Ist deutlich besser. Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, können wir sie dezimieren. Schieß auf mein Kommando. Wir müssen hier ganz präzise vorgehen. Teil aus. Okay. Immer der Reihe nach. Check die beiden auf der Sandbank, die das Boot reparieren. Ach, da unten? Zuerst den, der den Motor repariert. Okay. Ins Auge. Jetzt den zweiten anvisieren. Darf ich feuern? Okay, die hätten wir. Scharfschütze im höchsten Haus. Er ist Priorität Nummer 1. Der Typ da oben, ne? Den habe ich schon markiert, oder? Genau. Der dürfte uns aber noch nicht gesehen haben, sonst hätte er schon links geschossen. Den haben wir. Nach links. Unser Mann umkreist das Gebäude wie ein Geier. Warte, bis er hinter der linken Mauer untertaucht. Ja, jetzt, oder? Der ist doch untergetaucht, oder sehe ich das falsch? Ich schieße einfach mal durchs Holz. Zwei Soldaten hängen im Haus herum. Siehst du sie? Ja. Ich sehe sie. Schieß auf das Funkgerät rechts vom Haus. Das lenkt sie ab. Okay. Warum kann ich nicht einfach beide killen? Jetzt den da, oder? Jetzt aber los. Ne, ihn hier, okay. Hinterkopf. Jetzt den zweiten anvisieren. Ja, endlich! Abschuss bestätigt. Ich glaub, wir sind hier nicht mehr erwünscht. Ja. Halt dich irgendwo fest. Irgendwo ist gut. An meinem Kollegen? Nein, ins Wasser gefallen. Ganz toll. Okay. Luft holen. Ach, okay, war gar nicht so schlimm. Ich dachte, wir wären schon von einem Kollegen getrennt, wie es immer so gerne ist in solchen Spielen. Die werden das hier gleich untersuchen. Weg, komm, beeil dich ein bisschen. Ist klar, dass die das jetzt untersuchen wollen. Oh, da kommen sie schon. In Ruhe lassen, wir müssen versteckt bleiben. Glaubst du, ich würde die jetzt angreifen wollen? Los. Ja, es sieht so aus, als hätten sie keinen Verdacht geschöpft. Warum auch immer. Immerhin ist das ganze Lager ausgelöscht. Aber ich glaube, das haben die noch nicht bemerkt, oder? Oh, ein Wasserfall. Wow, wo willst du hin? Achso. Ich gehe mal ein bisschen duschen hier. Wow. Zwei Kerle stehen ideal für einen Doppelkill. Vorsicht. Ein Doppelkill? Da muss ich also warten, bis sie hintereinander stehen, stimmt's? Oh, ich freue mich. Doppelkill. Müssen ein bisschen abwarten, bis... Warte mal, wo bekomme ich die gut in Sicht? So, welchen soll ich nehmen? Oder soll ich beide killen? Ja, ich muss warten, bis die hintereinander stehen, oder? So ist das gedacht, der Double Kill. Damit ich beide mit einer Kugel erledigen kann. Ja, jetzt warten wir, bis der Typ vor dem anderen steht. Moment, ich stehe mal auf. Und Feuer. Hat nicht geklappt. Shit. Shit. Es hätte eigentlich klappen können. Du siehst mich trotzdem nicht. Komm her. Na, wir haben sie ja immerhin. Nein! In den... Im Lauf geschossen. Komm. Ja, das kriegt man doch. Das kriegt man doch. Und da hätten wir sie alle. War zwar nicht ganz unauffällig, aber trotzdem geschafft. Und das ist doch das, was zählt. Aber das mit dem Double Kill, da kriegen wir mit Sicherheit auch nochmal die Chance dazu.
Was bist du? Okay, nichts. Ich dachte, das wäre vielleicht wieder irgendwas um uns. Hä? Ja, wie gesagt, das Spiel hat, glaube ich, manchmal hin und wieder noch ein paar Grafikfehler, aber ich glaube, wir dürften innerhalb der nächsten paar Tage weggepatcht werden. Das hoffe ich natürlich. Eigentlich mehr, als dass ich es weiß, aber ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Oh, wie geil das aussieht. Schnell ins Wasser. Okay, okay, okay. Ab da. Ich kann nicht mehr. Der Typ ist ein bisschen außer Atem. Warte mal bitte kurz. Schnell ins Wasser. Ich bin im Wasser. Okay, dann renn halt. Komm, renn. Und die uns da oben nicht hören, obwohl wir hier unten... Ja. Ich glaube, die sind wir los. Ja, diese Ruinen müssten zum Dschungel führen. Dann ist es zur Wache ein direkter Schuss. Okay. Wie cool das aussieht hier. Ihr müsst zugeben, das Spiel sieht endfett aus, oder? Kann ich? Nö, ist alles voll, dann brauche ich mich hier auch nicht um nichts zu kümmern. Okay. Stopp! Feuer einstellen, abwarten. Keine Sorge. Frei, leg an. Also jetzt doch, na gut, dann halt doch. So, komm her. Stehen geblieben. Und Hinterkopf. Gesichert, los. Ich dachte, da waren gerade zwei. Da habe ich mich verguckt. Kontakt, wir erledigen sie gleichzeitig. So, ich den linken, alles klar. Ziele erledigt, rücken vor. Ja, cool. Ja, genug Munition haben wir ja noch. Ich denke mal, dass dieses eine Level jetzt nicht so lang sein wird. Das ist ja immer noch das ist so eine Art Intro, oder? Ach was, ich brauche bei diesem Spiel gar keine Story. Sicher, auf geht's. Das sieht einfach nur so geil aus. Da interessiert mich die Geschichte in Scheiß. Die dürfte wahrscheinlich auch nicht so sehr hervorragend sein, oder? Unten bleiben. Okay. Ja, da unten sind welche. Die dürfen uns natürlich nicht sehen. Wäre suboptimal, sag ich mal. So, wir haben schon 20 Minuten, je nachdem, wie lange diese Mission noch geht. Soll ich sie jetzt eliminieren, oder wie? Mehrere Ziele unten von uns. Wir müssen sie ablenken, bevor es weitergeht. Ich schiele auf den Treibstofftank des Lasters. Macht sicherlich eine Menge Lärm. Na los. Jo, mit Sicherheit. Wir sind bereit. Ja, eine Menge Lärm trifft zu. Wir haben die Leute sogar gekillt, ne? Aber die da unten nicht. Aber die sehen mich doch jetzt, wenn ich hier vorbeirenne, oder? Nö. So, wir müssen dir Diaz wieder folgen. Cameron Diaz hier. So, wo willst du hin? Keine Sorge, Kollegen. Der Truck ist ganz voll alleine explodiert. Hier sind keine Sniper unterwegs. Wow. Nicht schießen, sie spielen uns in die Hand. Habe verstanden. Ja, der hat mich jetzt aber fast gesehen, ne? Ausschalten. Leise, oder? Ich schalte den leise aus. Das probieren wir jetzt, komm. Weh, du drehst dich jetzt um. Jawohl, ja. Ah, schön. So, tot. Kommst du mit? Rücken vor. Das war gar kein Schuss, du Vollidiot. Ich hab dich geschossen, ich hab den erstochen, verdammt nochmal. Okay. Scharfschütze am Glockenturm weiter weg. Er hat gute Sicht, wir müssen ihn erledigen. Den nehme ich, Leute. Den nehme ich mir. Ja, der wird mich aber nicht sehen. Komm. Und ins Gesicht. Jo, der hätten wir. Ein paar verstreute Feinde in diesem Gebiet. Knall sie ab. Benutze dein Fernglas, um sie aufzuspüren. Machen wir. Die sind ja alle schon markiert. Ist ja super. Noch mehr? Hier vielleicht noch einer? Das hier dürften alle gewesen sein. Da hinten steht noch einer, den habe ich noch nicht markiert, oder? Doch, den habe ich auch schon. Den Typen, da will ich eigentlich zuerst haben. Obwohl, nee, der läuft jetzt auch in die Öffentlichkeit. Ich würde sagen, obwohl, ich kann den ganz rechten hier kann ich nehmen, oder? Den müsste ich haben können. So, ins Auge. Sollte keiner gesehen haben, oder? Doch, der Typ hier. Ablenken. Scheiße, na, hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber hätten wir schöner machen können, sag ich mal so. Oh, oh, oh. Okay, wir sind ziemlich tot gewesen gerade. Würdest du mir mal helfen vielleicht?
Okay, wir halten echt nicht viel aus, aber das ist ja auch ganz. Das ist ja aber auch eigentlich so, ne? Scharfschützen halten nun mal nicht so viel aus. Bereich ist sicher. So, einfach ins Blinde geschossen und getroffen. Das ist schön. Uniform hinter uns gesichert. Feindtruppen sind neutralisiert oder beschäftigt. Weiter zum Treffpunkt. Verstanden. So, haben wir hier vielleicht einen Sunny-Kasten oder sowas? Ich könnte nämlich einen gebrauchen. Ich habe gerade ein bisschen Scheiße gebaut. So, hier oben drauf vielleicht? Nö, gar nichts. Hier hätten sie einen ja mal belohnen können, oder? Mit irgendeinem kleinen Goodie. Ja, wir machen jetzt mal einen Überlänge-Part. Es ist ja der erste Teil. Obwohl, nein. Wenn es euch bis dahin gefallen hat, dieses neue, kleine, schnuckelige Spiel mit mir auszuprobieren, seid bitte auch im nächsten Part wieder dabei. Ich find's echt geil und ich zocke jetzt sofort weiter. Bis gleich, tüdelü.